Irgendwann müssen diese ganzen Häuser dann auch nochmal Betten und sowas alles bekommen. Ja, so ein bisschen, so zumindest ein bisschen eine standardmäßige Inneneinrichtung, ne? Naja, genau. Okay. Das heißt, das noch weg. Das wird dann auch nochmal ein bisschen umgebaut, so, jo. Ich komm jetzt mal vorbei. Jawohl. Tu das, tu das. Okay, dann nehmen wir da schon mal einen Weg raus. Okay, guten Tag. So, schau her. Also hier dann so praktisch, dass es hier noch ein Stück nach außen mithängt. Also dass es hier nach draußen noch ein Stück geht. Ja, Moment. Ich habe schon Ausgänge gegraben. Das ist ja auch schon passiert, ja. Da habe ich auch die Kuh drin getötet vorhin. Ah, okay. Ja, okay. Hier hängt's raus. Also hier hängt's raus. Und hier drin haben wir dann den Gang hier hinten dann hoch, praktisch. Einmal rum. Lalalalalala. Und dann sind wir hier oben und sagen, grüß Göttli. Und dann hängt es hier nochmal ein bisschen raus. Also hier hängt es ja nochmal ein bisschen raus mit oben. Also schaut es hier noch oben hin raus. Hier hast du dann praktisch so den Dachbereich noch mit. Okay. Sag ich jetzt mal, also hier so auf der Höhe dann der Dachbereich. Und da unten so ein bisschen einen Außenbereich zum Lesen nochmal mit. Also einen kleinen Vorgarten praktisch, wo man hier noch einen schönen Blick nach unten mit hat. Ja. Klingt gut. Mach doch hier unten einfach so eine Eingangshalle rein. Also dass die Bibliothek erst oben anfängt. You know, dass hier unten so Eingangshalle ist, so von wegen, ja, willkommen in der Bibliothek und dann hier noch ein Schalter für die Rezeption und da noch ein Schalter zum Bücher abgeben, falls man sich mal was ausleihen möchte. In unserer Bibliothek werden keine Bücher verliehen. Hier studieren nur weise, gelehrte Männer. Und irgendwie ein bisschen was Cooles an die Wand oder irgendwie so ein paar Bilder, ein paar Zeichen oder irgendwie sowas. So ein Spliss-Poster zum Beispiel. Ich finde diese Zeichen, die hier gerade dran sind. Ne? Irgendwie schon ganz cool, die könnte man einfach auskleiden. Du meinst hier so diese Kreuze quasi. Ja. Dass man da einfach nur irgendwelche farbige Wolle reinhaut, damit die sich ein bisschen abheben voneinander oder so. Ja, kann ich dann schauen. Kann ich also schauen. Ich würde hier einfach so eine Eingangshalle reinbauen, dann geht das da eben hoch zur Bibliothek. Also hier ist dann so ein bisschen die Vorhalle und hier ist dann so der Eingang, so lalalala, Bibliothek, yay. Jo, so in etwa. Okay. Brauchen wir auch einen Bereich dann für verbotene Bücher. Jo, soll ich dir irgendwie helfen? Weil jetzt mag ich gerade keine Häuser mehr bauen. Du könntest mir hier vorne noch gerade mal ein bisschen praktisch die äußere Fassade ein bisschen ausheben noch mit, dass das hier alles so ungefähr eine Höhe hat. Welche Höhe willst du denn? Warte mal, am besten kommt der Baum hier mal noch weg. Ja, der nervt sowieso. Der hängt total scheiße rein. Dass wir da dann so einen geilen Ausgang haben. Also dass hier der Weg praktisch hier so ungefähr auf die Höhe hinführt, so lalalala. Und hier dann so ein Zweierweg, der hier vorne auf den Eingang dann zuführt. Aber ich würde es hier noch ein bisschen weiter nach außen bauen, dass wir hier halt wirklich einen raushängenden Bereich noch haben aus der Höhle. Ja, aber nur ein bisschen da. Lieber oben ein kleines bisschen mehr. So zwei, drei Blöcke noch nach vorne damit versetzen, das Ganze. Dass das einfach so ein bisschen abgestelzt ist nachher, also damit man, würde ich sagen, Moment, ich habe gerade drei Ideen aufeinander gehabt, die Musik irritiert mich, deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Ja. Was wollte ich denn sagen? Dass wir das nachher ein bisschen abstutzen einfach alles auch. Na, also, dass das jetzt da nicht irgendwie frei in der Luft schwebt. Ja, klar. Warte mal. Wir brauchen hier gerade... Ich brauche hier zumindest... Ist dir eigentlich bewusst, dass wir gerade schon wieder das nächste Projekt anfangen? Hier. Ja. Habe ich genug Holz? Ja, habe ich. Ich baue hier dann gerade mal ein paar Kisten hin, ne? Ja, das ist gut. Brauche nämlich Platz. Ja, ich auch deswegen, ne? Weil jetzt sind wir ja dann schon wieder am Farmen. Am Farmen sage ich schon, ne? Du weißt schon. Naja, wir kriegen schon wieder einen Haufen Zeug und so. So, tüdelü. So, einmal da. You spin me right round, baby, right round. So, ich glaube, das sollte reichen. Das können wir wegtun hier, So, ich setze die Truhen einfach mal hier draußen mit hin. Hoppala.
Oh, dieses kleine Hühnchen hat so süße Augen. So. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du es umhaust. Nein, es ist voll niedlich. Das kann ich doch nicht einfach umhauen, hallo? Kommt man da hin? Ich kann doch nicht einfach Hühner töten. Kleiner Hühnerschreck. Jetzt kommen die von Greenpeace wieder und dann sagen die, oh, Moment, was haben sie da gerade mit dem Hühnchen getan? Und ich so, ich hab's gestreichelt. Aber die Truhe hast du aber ungünstig hingesetzt. Ja, dann nimm sie weg und tu sie woanders hin, ist mir doch eigentlich egal. Du bist doch schon groß, das kannst du auch machen. Nee, setz sie mal bitte um. War das, ich kann das nicht. Es war mir klar, dass du zu doof dazu bist. hier, achte drauf, einen Viererweg brauchen wir dann hier, ne? Ein Viererweg? Warum Viererweg? Das war, weil wir einen doppelten Eingang haben. Doppelt ja, hier ja, zu Erzgang. Keine Sorge. Das. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. So, ich mache mir mal noch eine Workbench, ne? Blüh, einmal rein, so. Hä, ich hatte davor noch Platten, hab ich die alle schon verbraucht? Oder hab ich die damit reingelegt? Ja, komm her. Ja, hab ich. Ich wieder. Die Sonne scheint eigentlich genau in die Höhle, ich sehe aber hier trotzdem nichts. Hast du Kohle oder sowas dabei? Kohle? Nee. Shit. Hier unten ist aber welche. Na, warte mal, dann baue ich mir die mal schnell ab. Weil ich brauche gerade am besten ein paar Fackeln. Also Fackeln kann ich dir sonst geben, da habe ich noch 2 Stacks dabei. Ja, und jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Nee. Also lass mich dir doch einfach Fackeln geben. Nein, ich will deine scheiß Fackeln nicht. Ich will mir selber Fackeln bauen. So. Huch. Du machst Tag, wie ich gerade höre, oder? Nein, 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 würde ich nie machen. Gut. Das finde ich toll. Aber wir sind Tageskinder, ne? Wir sind eigentlich keine so Kellerkinder, wie man es eigentlich erwartet von uns. Auch wenn wir es mal behauptet haben oder behauptet haben sollten. Sind wir nicht? Nein. What the fuck? Wir haben euch nur verarscht. Die ganze Was? Zeit. In Wirklichkeit sind wir auch nicht zwei, wir sind eine und dieselbe Person mit gespaltener Persönlichkeit. Ja, und ich schneide das dann immer alles zusammen. Also wir schneiden das dann immer alles zusammen. Genau. Das ist so, klingt, als wären wir zwei Personen, aber wir sind nur eine Person. Genau, deswegen überlappen wir uns auch nie mit dem Reden. Nee. Trollalalalal! Wir haben, wenn ihr das irgendwann mal mitkriegen solltet, ne? Das liegt daran, weil wir sind so geübt, wir haben eine doppelte Stimme. Was? Naja, wir können mit zwei Stimmen gleichzeitig reden. Voll gut, ne? Wird einfach nur geil überschnitten. Er hat was gesagt, was sich auf Titten reimt. Okay, der war wirklich schlecht. Der war wirklich richtig schlecht. Ich fand ihn trotzdem lustig. Und du auch, ich weiß es. Ja. Nein, ja. Traurig, aber warm. So, die Frage ist nur, aus was für Material wollen wir das Ding noch machen hier? Also, am besten Holz einfach. Okay. Oder? Ist okay. Eine Mischung aus Holz und Holz. Huch. Alter, hier verzweigen sich die Höhlen rein, das ist der Wahnsinn. Der Berg hier ist eher ein Schweizer Käse und das ist ein von Natur aus generierter Schweizer Käse. Ja, finde ich ganz cool. Mag Schweizer Käse. Am besten naturgereift. Was denn für ein? Hatten wir schon mal das Käsethema? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Muss man das haben? Käse ist immer ein gutes Thema, finde ich. Man muss ja immer bedenken, Käse ist ja nicht jedermanns Sache. Also nicht jeder mag ja jeden Käse. Ja, das stimmt. Weil Käse ist halt, wie gesagt, ist ja eigentlich ein sehr kompliziertes Thema. Genauso wie Wein. Ja, Wein. Gut, Wein habe ich nie so wirklich getrunken. Kann ich auch nicht wirklich was von Saal zu sagen. Ich auch nicht. Ich bin mehr so der Biertrinker. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ein gut gereifter Jahrgang. Hallo, es ist Bier. Oh, ist trotzdem gut gereift. Ist trotzdem gut, ein gut gereiftes Bier. Ist auch was Feines. Gibt ja auch diesen einen Typen, das ist auch irgendwie so ein Bayer, der halt so das stärkste Bier der Welt braut. Habe ich irgendwie mal bei Galileo gesehen. Oh Gott, ich stelle mich, ich habe mal Galileo geguckt. Das tut mir auch leid für dich. Ich kenn jemanden, also der hält bei Galileo auch ab und zu mal die Kamera und so. Hüstel. Ja, mein Mitbewohner, der macht eine Ausbildung.
bei Galileo. Ja. Der ist praktisch mit dem Ayman Abdallah Perdu. Oder mit dem, so. Mit dem Ayman Abdullah. Mit Ayman Abdallah. Wer hat eigentlich schon wieder den Kühlschrank leer gefressen, Abdallah? Ja, der ist aber, also so was ich irgendwann mal auch so mitgekriegt habe, der muss ja ganz schön zugelegt haben, der Kerl, oder? Ich habe keine Ahnung, ich guck sowas doch nicht. Anscheinend, also wie gesagt, ich weiß es auch nicht genau, aber der war ja eigentlich mal irgendwann nicht so breit gebaut, sage ich mal. Und inzwischen musste er schon einiges an Pfündchen, sagen wir mal Pfündchen, das ist ein schönes Wort. Heute ist der Chentag, ne? Das ist hat er ja ein bisschen was zugelegt. Ich habe den schon ewig nicht mehr im Fernsehen gesehen, was macht er eigentlich? Der macht Galileo. Nee, das macht er doch nicht mehr, das macht doch der andere Knilch, oder? Keine Ahnung. Dann ist er vielleicht bei Mythbusters. Mythbusters. Los Mythbusters. Grandos. Mythbusters. So, ich brauche hier Moment, eins, zwei. Also haben wir die drei Felder da. Ein Rand. Okay, das passt. Nee, das ist Quatsch. Hast du da schon Kabel abgebaut, zufällig? Wie ist der Zufall so? Oder, will? Nee, brauche ich gar nicht. Moment, ich habe noch Treppen. Alles gut, danke. Ich hasse dich. Ich habe mich gerade auf den Weg zu dir gemacht. Ja, sehr nett. Du Arsch. Ja, tut mir leid. Entschuldigung. Du Arsch. Ja. Halt's Maul, Alter. Komm, jetzt chill mal ein bisschen, ja? Wow. Blödes Sackgesicht, ich hasse dich. Nee, jetzt wäre hier fast was schief gegangen, weil ich hab hier gerade ein Stück Boden abgebaut. Wow, und du wärst fast reingefallen. Und unten drunter dann ein Loch gefunden. Das in die bodenlose Tiefe führt. Das muss noch weg, das muss noch weg, das muss weg. Hier muss man eh noch tiefer. Ah, furchtbares Lied. Nee. Next. New Challenger. Interessierst du dich eigentlich für Wii-Spiele? Nee, warum auch? Ich habe ja keine. Oder allgemein für die Super Smash Bros. Reihe? Ja, habe ich früher als Kind mal gespielt, aber jetzt nicht so arg immens. Weil auf der Wii U in dem neuen Super Smash Bros., was da irgendwann rauskommen soll, soll ja auch Mega Man ein spielbarer Charakter sein. Echt? Ist Mega Man überhaupt ein Nintendo-Held, ja? Ja, die alten Mega Man-Teile waren am Nintendo. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Teile. Es waren auf alle Fälle Mega Man 1 bis 7 auf jeden Fall, weil Mega Man 7 hatte ich damals. Okay. Danach ging es mehr oder weniger auch noch in die Richtung PlayStation. Ach, guck an. Mega Man, kennt den überhaupt heutzutage noch jemand? Ich weiß es nicht, aber Mega Man ist auf alle Fälle auch so ein bisschen so ein Held meiner Kindheit. Ja, wollte ich gerade sagen, war schon immer so eine coole Socke irgendwie, ne? Allerdings muss man auch sehen, welche Mega Man-Spiele. Also die Mega Man X-Teile waren zwar nicht schlecht, aber die fand ich jetzt nicht so gut. Ja gut, also ich kann von Spielen relativ wenig mitreden. Mitreden wollte ich sagen. Weiß ich leider nicht. Aber mal eben eine andere Sache, mal kurz weg von Mega Man. Wie hast du dir denn die Eingangshalle jetzt so vorgestellt? So ein großer Raum mit Eingangsbereich und so. Kann man ja hier wie so ein hier hinten. Also ich zeig einfach mal mit Erde an. So, ist vielleicht ein bisschen groß geraten. So hier so der Tresen mehr oder weniger. Tresen mit Bücherrückgabe und allem Scheiß direkt dran. Dann hier hinten auf alle Fälle, also hier hinten soll dann so die Treppe praktisch hochgehen Richtung Bibliothek dann, also eigentliche Bibliotheksräumlichkeiten. Ja, okay. Hier habe ich hier die Höhle, die wir hier ausgegraben haben, also die hier noch mit reinführt, ist eigentlich ganz cool, finde ich. Da könnte man vielleicht schauen, so ein bisschen die Staff-Räume hier, so Mitarbeiterräumlichkeiten. Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Also sowas in die Richtung hätte ich mir jetzt ungefähr vorgestellt, Pi mal Daumen. Ja, okay. Alles klar. Ich könnte mal Cleanstone gebrauchen. Den habe ich vorhin irgendwo abgeladen. Ich glaube hier im Dorf. Achso, Cleanstone. Ich weiß gerade irgendwie auf Koppel aus. Deswegen, Moment, kann ich dir geben, aber Clean kann ich dir nicht geben. Quatsch.